Großes Rennen am Hockenheimring, das gab es am Wochenende und mit dabei zwei Rennwagen aus Dortmund. Einer aus dem Rennstall der Uni Dortmund, der zweite von der Fachhochschule. Ja, wer hätte das gedacht, dass Dortmund auch beim internationalen Autorennen mitmischen kann? Kann Dortmund mit selbst konstruierten Rennwagen, gebaut von Ingenieurstudenten, und die Jungs waren richtig schnell unterwegs. Hockenheimring, tosender Lärm auf der Formel-1-Strecke. Aber heute ist kein Vettel, kein Alonso am Start, sondern Studenten aus 33 Nationen mit ihren selbstgebauten Rennwagen. Eine echte Weltmeisterschaft der Nachwuchsingenieure. Dabei auch das Racing-Team der Fachhochschule Dortmund. Daniel Langner stellt das Auto für die größte Herausforderung ein, den Ausdauertest. Der Motor ist jetzt fertig. Ansonsten stellen wir noch eben die Sensoren ein, dass der Fahrer informiert wird über Motordaten wie Öldruck, Wassertemperatur, um dann einfach ein Auge drauf zu haben, dass alles okay ist und damit er weiß, okay, es ist gleich gerade ein bisschen zu heiß, ich muss die Geschwindigkeit rausnehmen, um halt das Material so ein bisschen zu schonen. Gerade jetzt ist heute sehr warm, dass wir da nicht irgendwelche Temperaturprobleme bekommen und womöglich ausfallen. Etwa 90 PS haben die kleinen Rennwagen, sind in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Das FH-Auto wird zum Start geschoben. Auch die Technische Uni Dortmund ist mit einem Team vertreten. Wie das FH-Team, eine kleine Mannschaft mit wenig Geld. Andere Hochschulen rücken mit Personal in zehnfacher Stärke und großzügigen Sponsoren an. Die Fahrer der Dortmunder Uni wollen diese Wettbewerbsnachteile mit Sportsgeist wettmachen. Und da passiert schon mal sowas, der klassische Dreher. Das FH-Team lässt den Motor warm laufen. Wie bei der großen Formel 1 muss auch hier alles stimmen, um vorne dabei zu sein. Die Konkurrenz fährt teilweise Autos, allein deren Design für Tempo sorgen soll. Aber auch das FH-Auto ist viel schneller unterwegs, als die Studenten glaubten. Gefahren wird im Bereich der Nordkurve der Rennstrecke. Ein eng abgesteckter Kurs. Gibt es da ein Risiko? Ja, wir müssen diese Rennanzüge tragen. Darunter ist noch eine Lage feuerfeste Unterwäsche. Es gibt wahnsinnig große Auslaufzonen. Es ist überall diese offiziellen mit Feuerlöschern. Es ist wahrscheinlich auch irgendwo mehrere Ärzte stationiert. Ich habe noch nie einen wirklich schweren Unfall erlebt bei Formula Student. Das Auto hält durch und am Ende steht ein solider Mittelfeldplatz für die Dortmunder. Die Mühen jahrelanger Tüftelarbeit haben sich gelohnt. Und erst gegen 18 Uhr sind sie alle zurückgekommen nach Dortmund. Bei mir zu Gast ist Sebastian Meyer vom Team der Fachhochschule Dortmund. Und da in der Teamleitung und auch selbst Fahrer, Student vom Maschinenbau, müssten wir vielleicht auch noch dazu sagen, da sind einige nicht ins Ziel gekommen. War es denn irgendwie unsicher mit Ihrem Wagen? Ja, es war so ein bisschen schwierig wegen den Temperaturen, es war halt sehr heiß. Und uns ist auch tatsächlich dann, nachdem wir das Rennen zu Ende gefahren haben, den Motor abgestellt, dann läuft die Wasserpumpe nicht mehr. Und da ist uns dann auch direkt das Auto übergekocht. Oh je, und jetzt aber heil wieder zurückgekommen. Ja, das sind so ein bisschen Wasser kommt raus, das macht so einen Druckausgleich und danach geht es meist wieder. Ja, gibt dann wieder viel zu tun, viel zu tüfteln, alles wieder auf Vordermann zu bringen. Jetzt müssen wir über den Rennwagen noch ein bisschen mehr wissen. Den haben Sie selbst entworfen als Team und auch selbst gebaut. Wie macht man das? Ja, also zum Teil, also man hat Partner, die Sachen fertigen. Und das Monocoque zum Beispiel ist aber in Handarbeit bei uns an der Hochschule gebaut worden. Monocoque steht für was? Das ist die Fahrgastzelle, das Schwarze, was man vorhin im Auto gesehen hat, das Große. Das ist das Monocoque. Die werden halt bei uns selbst gefertigt, eigentlich bis jetzt alle Fahrzeuge, die wir gebaut haben. Und verschiedene Sachen kaufen wir zu, verschiedene Sachen werden bei Firmen gefertigt und manche Sachen, die werden auch noch mal ganz schnell nachher dran gebastelt, damit es dann doch irgendwie funktioniert. Wo trainieren Sie? Trainieren tun wir bei der DSW jetzt seit kurzem. Ansonsten waren wir in der Nähe von Kassel, da komme ich her. Da gibt es einen großen Übungsplatz und da fahren wir dann auch schon öfter mal, um die Fahrzeuge zu testen, weil der ein bisschen größer ist. Da kann man dann schon mal Strecken aufbauen und es gibt verschiedene Belege. Es kamen da Studenten aus der ganzen Welt zum Hockenheimring, alle in verschiedenen Racing-Teams. Die waren teilweise riesengroß. Die Holländer waren da mit so einem Stab von 90 Leuten. Bei Ihnen mischen so 15 mit. Also 15 sind jetzt mitgefahren. Genau. Kamen Sie sich da irgendwie klein vor?
Naja, man kennt ja das Gefühl. Das ist ja nicht das erste Event von uns. Und man merkt schon, okay, das ist eine große Differenz dazwischen den Teams und Personen. Bei uns sind es halt eben nur diese 15, die da mit waren. Muss man halt auch mit auskommen. Was könnte denn noch verbessert werden? Ja, wir wissen eine Menge, was wir verbessern können. Sei es Fahrzeuggewicht. Motorleistung sind wir gar nicht so schlecht. Aber im Fahrzeuggewicht wissen wir Punkte, wo wir was holen könnten. Da fehlen uns aber eigentlich so ein bisschen die geldlichen Mittel, um das umzusetzen. Es ist ein enormer Zeitaufwand, den Sie da reinstecken. Was bringt das für die Zukunft, frage ich mal? Eigentlich eine ganze Menge, weil man setzt sich mit allem, mit dem ganzen Prozess auseinander. Sei es von der Fertigung, von der Entwicklung, von der Berechnung. Man spricht mit den Personen, das heißt unter Umständen mit den Fertigern nachher. Das heißt, man muss mit denen zusammenarbeiten, damit Probleme gelöst werden können in der Fertigung. Aber selbst beim Konstruieren und beim Entwickeln und Berechnen stößt man ja selber an die Grenzen und lernt kennen, ah, da ist ein Kniff und hier muss ich nochmal und da muss ich aber nochmal nachlesen und das hätte ich ja vorher auch nicht gedacht. Und das sind viele Sachen, die auch später im Beruf zugutekommen. Und jetzt heißt es erstmal ausschlafen. Sie haben eine knallharte Woche hinter sich und ein super Rennen. Dankeschön, dass Sie bei uns waren, Herr Meier. Bitte.